Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. Hier aus der Wüste, Wüste, begrüßt Sie Ihr Basim, der Nachrichtenkorrespondent aus der Wüste natürlich. Ne? Hier gibt es sehr vieles, wie zum Beispiel diesen super schönen Stein oder hier, ja, das ist, damit haben wir nichts zu tun, wir gehen jetzt mal weg. Oh Mann, ey. Straße folgen, kapulieren, genau. Galoppieren, kapulieren, ey. Ich wollte was ausprobieren und zwar habe ich bei mehreren Videos jetzt gesehen, dass wenn die Leute irgendwie sagen Like oder sowas, dass dann unten bei YouTube, wo man liked und disliked, dass da irgendwie ein Regenbogen rumkommt. Ich weiß nicht, ob das eine Funktion ist oder ob YouTube das automatisch erkennt, wenn man das im Video sagt. Deswegen würde ich es einfach mal ausprobieren. Und zwar, weil ich weiß halt nicht, ob man das auf Englisch sagen muss. Deswegen probiere ich es jetzt einfach mal auf Englisch. Huch. Ja, deswegen probiere ich es einmal auf Englisch. Und zwar, give this video a like. Oder give it a like. Und nach ein paar Sekunden probiere ich es nochmal auf Deutsch. Bin echt gespannt, ob das YouTube irgendwie so gemacht hat, dass das über Sprache geht. Oder halt nicht. Also ich finde das, wie gesagt, sehr interessant. Eingeweihter. Eingeweihter. Okay, ja gut, empfohlener Rang ist überall gleich. Was ist denn das? Münzen und Dolche. Such Rivka im Bruderschaftshaus Al-Kaffa auf Nachforschung. Stimmt, Nachforschung können wir mal gucken. Plupp. 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 Oh, okay. Da, okay, ja gut. Da unten haben wir anscheinend alles fertig. Ist der wirklich relevant? Hier die Gegenstände in seinen Laden. Ach, habe ich die Gegenstände schon, oder was? Ja gut. Aber, nee, er wird mir nicht... Hä? Nee, ich habe die Gegenstände nicht. Aber welche Gegenstände bitte? Weiß nicht, was für Gegenstände. Okay. Nihal. Ah ja, genau. Ah nee, das kann ich. Finde die versteckte Stätte. Hinweis nicht gefunden. Was passiert jetzt? Kann ich hier... Was ist das? Ron der Stadt. Ist ja wirklich rund. Also hier die Mauern. Ja, einfach Attack on Titan. Ja, aber was muss ich denn tun? Synchronisierter Außenpunkt. Achso, okay, das habe ich schon. Schnellreise. Oh. Oh. Ja, das ist praktisch. Ja, dann machen wir doch mal Schnellreise hier hin. Und ja, jetzt probier es nochmal auf Deutsch. Gib dem Video doch gerne ein Like. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Also wirklich, also wenn es wirklich einfach durch Sprache ist, dann ist es ziemlich cool, weil ich habe selber noch ja keine neue Funktion in der Richtung mitbekommen. Deswegen. Also, dass man es irgendwie ein. Obala. Wieso starte ich da oben? Oh mein fucking Gott. Oh, ich bin noch reingekommen. Oh mein Gott. Das hat zwar, also eigentlich bin ich komplett woanders hingeflogen, aber gut. Da oben ist noch so ein Dot. Geh doch selber weg. Ja. So. Interagieren. Codex aktualisiert, sehr schön. Was haben wir da? Eine goldene Kiste. Ach so, war das der Typ, der gesagt hat, geh weg? Oder wie oder wo oder was? Wie war das nochmal links, ne? Ja. Bin gar nicht hier. Bin ich schon im bösen Bereich. Da muss ich... Wo geht's da rein, verdammte Scheiße? Na gut, dann klettern wir mal da hoch. Ich glaube, das ist illegal, weil der... Ja. Der orangene Balken da oben, der wurde halt immer kleiner. Okay, da unten kann ich Leute sehen. Da unten ist einer, hier ist ein. Ja, perfekt.
Klatsch. Als ob der Hitter mich da nicht gesehen hat. Okay, da sind ein paar. Da ist auch jemand. Ich würde sagen, ich bleibe mal kurz hier und... Ups. Vor uns kann sich nichts verstecken. Da, schauen wir mal. Oh, was ist denn das? Der ist da gerade runtergeklettert. Okay, hier ist einer. Was ist denn jetzt mit dem Typen da unten? Kann ich den jetzt nicht sehen oder was? Da ist einer. Hey, so eine Action für eine Kiste jetzt oder was? Oh, da ist auch noch eine Kiste. Das sind ganz schön viele hier. Ist da noch jemand? Aktuell nicht, aber da ist noch eine Wache. Da sind noch zwei. Ach du Kacke. Warum ist denn nicht so gut bewacht hier? Ja, dann da oben. Sonst noch? Da ist auch noch einer. Hätte ich nicht irgendwie ein Upgrade geholt, dass ich, die Leute besser irgendwie finden kann oder so? Irgendwie fühlt sich das nicht so an. Wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob ich die da hinten auch noch beachten soll. Ich glaube, das wäre es erstmal. Das ist eigentlich... Achso, das ist auch so ein Typ. Ich kann den nicht markieren. Oder ist der schon markiert? Doch, der ist schon markiert. Okay, ich glaube, das war's, ne? Ich sehe jetzt tatsächlich keinen mehr. Außer den, der da liegt. Oh, der hat ein Horn, den muss ich umbringen. Aber die Frage ist wie, ne? Die gucken in die Richtung. Ey, der guckt halt auch nicht, ne? Hoppala. Das war knapp. Ja. Okay. Ja, genau. Nein, 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 nicht der andere, nicht der andere. Augenblick. Das hat er jetzt nicht gesehen, oder was? Das hat er jetzt nicht gesehen. Ach komm, willst du mich verarschen? Das hast du auch sowas von gesehen. Da ist die Kiste. Und da hinten ist anscheinend noch irgendwo einer. Der steht halt auch richtig kacke. Ich weiß halt, der wird mich wahrscheinlich direkt verpfeifen. Hä, wo ist der hin? Ne, der steht immer noch da. Ja, ich muss halt anscheinend echt auf jeden Fall den Typen da holen, der jetzt kommt. Ja, ja, komm da mal ran hier. Was war das? Ja, ja, guck doch mal nach. Zack. Ja, das war ja super leicht, ne? Ich glaube, hier kommt sonst keiner rein, ne? Das ist die Frage, wie mache ich das jetzt wegen dem Typen da? Der guckt woanders hin. Der guckt woanders hin. Zack. Na, erstmal riskieren, dass das bewegen. Aha. Das ist ja mal fancy. War hier nicht was? Da drin. Ja, ich habe das auf dem Tisch gesehen. Das schauen wir uns auch gleich mal an. Oh mein Gott. Da ist aber viel. Das nehmen wir alles mit. Gibt es hier sonst noch was? Nee. Montur des Abbasidenritters. Brief an den Abt. Lieber Abt, für deinen Dienst am Kalifat wurde dir ein Stück Land im Herzen unserer Stadt geschenkt.
auf dem du dein Haus Gottes erbautest. Doch höre ich nun, dass deine Mönche auf den Straßen zum Trinken von Alkohol verleiten, was zu unangemessenem Verhalten führt. Sicherlich handelt es sich dabei um ein Missverständnis. Dennoch würde ich deine Mithilfe bei der Untersuchung dieser Gerüchte begrüßen. Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Ich hoffe, ich habe den Namen mal richtig ausgesprochen. Ich bezweifle es, aber hey, ja, yeah, who knows, ne? Da. Untersuchen? Ich glaube, hier oben war niemand, ne? Da unten nur. Ah, natürlich sind es zwei. Ist hier sonst noch was? War da hinten nicht noch irgendwas draußen? Bewegt der Typ sich da unten auch? Oh ja, sehr schön. Blub. Der eiskalte Killer von hinten, Alter. Manche würden es Feige nennen. Ich nenne es Feige. Ja, ja. Achso, Gesundheit. Erstmal bin ich dumm. Ach doch. Da. Da oben sogar. Ja, easy. Moin. Schön, dass du aufstehst. Okay, und das ist die andere Kiste. Einfach weitermachen. Okay. Ich glaube, die kann ich eben mal plündern. Den Rest auch. Ich glaube, hier kommt auch keiner lang, oder? Buchführung. Ach so, scheiße. Ich dachte, ich kann weggehen und das lesen. Ja gut, egal. Ja gut, wenn ich den jetzt absteche, dann gibt es wieder Stress mit den Bewohnern. Deswegen klettern wir einfach oben raus. Zack, orange, easy. Okay, wir sind frei. Quatsch. Da haben sich ja die Leute erschrocken, ey. Ja, ja, ich weiß. Oh, so ein Asiate? Lol, tatsächlich. Mann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nachforschung. Hier? Ah, stimmt. Ich muss mich ja hier dingsen. Ich muss ja alles erweitern. Oh mein Gott, das habe ich ja komplett vergessen. Aber gut, jetzt wissen wir es wieder. Ich schubse Kinder. Eigentlich kann ich auch echt hier die ganze Zeit, zack. Lalala. Ich spamme mal ein bisschen die Taste in der Hoffnung, dass ich vielleicht den einen oder anderen Taler klaue. Ah ja, Entschuldigung. Hier außenrum. Haus der Geflügelhändler. Weit ist ab. Boah, ist schon wieder 600. Oh, okay, Entschuldigung. Wie kein Stress. Ich habe jetzt gar keinen Bock, dass mein Wanted-Level hier wieder hochgeht, deswegen rushen wir einfach mal rum. Machen wir so Taschendiebstahl. Wenn es denn klappt. Der Bazar. Das ist so witzig, ne? Wenn man das ausschaltet, ey, dann geht's ja wirklich super easy. Ja, ich finde halt, das Minispiel ist halt einfach. Es ist halt... Entschuldigung, ich wollte da nicht rein. Mann, wieso darf man denn nirgendwo hin? Wieso ist alles Sperrgebiet? Ja, auf jeden Fall. Bin ich jetzt bescheuert? Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich es komplett vergessen. Ich bin so abgelenkt gewesen, deswegen dem... Was war denn das? Kind, was ist los? Kannst du nicht laufen? Katze, oh mein Gott, gleich zwei. Hi. Das schaut sich an, wie süß die einfach ist. Okay, das war die eine. Du auch? Du nicht? Okay, kann die andere nicht, aber wie süß, ey.
400 Meter. Hey, ich will doch heute noch was erleben. Klar, wir haben Leute ausgeraubt, Kisten geplündert. Aber sonst? Ja, ein paar haben wir noch abgestochen. Die Dinge, die halt so passieren, ne? Die, was tagtäglich passiert. Viertel der Küchenkräfte. Okay, schönes Viertel. 200 Meter, es geht ja doch ganz schnell. In der Stadt, Alter, hier sind lauter Vierergruppen, ey, was ist denn das? Da hat mich ein Pfeil erwischt. Ah ja, kommen wir jetzt hier zu einem Skyrim-Quotes oder was? Abenteurer, bis mich ein Pfeil ins Knie erwischte. Ja, war ja klar. Blub. Sorry. Ach so, das war nur auf der... Wow. Schreit doch nicht so rum. Ach, okay. Also hier... Was ist mit dem Kind? Ist das eine Quest? Wer ist das mutige Eichhörnchen da oben? Er ist kein Eichhörnchen. Er heißt junger Adler. Wir hätten ihn nicht anstiften sollen, da hochzuklettern. Aber er hat so angegeben. Jetzt bekommen wir alle großen Ärger. Ich hole ihn da runter. Was? Oh. Hä? Leite mich in Kido. Ach, der Junge da, oder was? Geschichten aus Bagdad. Ja gut, dann machen wir das, aber ich tue schon mal hier ganz kurz. Okay, da ist das. Ja gut, ich will da eh hoch. Wegen dem Schnellreisepunkt. Alter, hier hört man echt krass so Kindersounds. Ist ein guter Kletterer. Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Ich springe, wenn du noch näher kommst. Was? Ich heiße Basim und bin hier hochgeklettert, ohne nachzudenken. Kannst du mir helfen, runterzukommen? Als ich so alt war wie du, habe ich meine Freunde auch mit Dummheiten beeindruckt. Ich habe es nicht für sie gemacht, sondern für die Verborgenen. Ah, die Verborgenen. Nicht alle glauben an sie, aber ich schon. Sie sind die wahren Beschützer des Volkes. Sie haben meine Mutter gerecht. Nicht der Kalif oder seine Männer. Die Verborgenen waren es. Verstehe. Und du dachtest, mit Klettern erregst du ihre Aufmerksamkeit. Es heißt, sie können aus großen Höhen springen, ohne sich weh zu tun. Aber so etwas kann ich nur machen, wenn es mir jemand vormacht. Meinst du, du könntest es, wenn ich es dir zeige? Dürfte ich vorher noch synchronisieren? Ich habe keinen Bock, da wieder hochzuklettern. Ja. Warte dort, bis ich dir zeige, wie es geht. Ja, sehr schön, das geht. Nice. Wow. Hübsche Ecke mit viel Wasser. Das ist immer sehr schön. Auch wenn das Wasser sehr, sehr dreckig ist. Schiss, ne? Ah, okay, jetzt, ja. So, na dann. Ich zeig's dir. Let's go. Aber wenn du springst, warte bitte. Okay, so, jetzt kannst du springen. Ich bin unverletzt. Jetzt du. Ich kann nicht. Und ob du kannst. Denk nicht zu viel nach. Du musst nur an dich glauben. Wow, Alter. Ich glaube, der ist tot. Es geht mir gut. Einen Moment. Bist du verletzt? Nein. Nichts gebrochen. So wie der da reingeknallt ist, glaube ich aber sowas von, dass der tot ist. Ich glaube, ich rede mit dem Geist. Du lernst wirklich schnell. Sag ich doch. Ich kann alles, wenn es mir nur jemand vormacht. Das ist ein wertvolles Talent.
Besorg dir einen guten Lehrer, ehe du wieder so etwas Gefährliches machst. Du könntest mich lehren. Ich bin kein Lehrer. Ich habe selbst noch viel zu lernen. Doch, du bist ein guter Lehrer. Du machst Sachen vor. Bist du... Komm zu mir, wenn deine Stimme anfängt zu brechen. Dann reden wir. Also in 20 Jahren, oder was? Das war großartig. Komm, Haltam, bevor uns der Murzin erwischt. Ja, nice. Empfohlener Rang Lehrling, 1 von 1. Ja gut, ich würde sagen, da ich ja aktuell so ein bisschen schaue, wie es ist mit 20 Minuten, war es das erstmal mit dem Part. Und beim nächsten Mal erobern wir dieses neue Versteck. Ne? Bis dahin, euer Guantanamo. Tschüssi.